So, hier sind wir wieder zurück bei Tomb Raider. Und beim letzten Mal habe ich ja gerade zum Schluss noch hier ein paar mit der Pumpgun erledigt. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob das alle waren. Aber ich glaube schon. Alle Menschen vielleicht schon, nur nicht alle Gegner. Ah, super. Das ging ja noch mal gut. So. Das scheint es aber jetzt erstmal gewesen zu sein. So ganz sneaking, schleichmäßig haben wir das ja jetzt nicht gelöst. Aber was soll's, ne? Geht nicht immer leise. Ist ja auch ein Action-Adventure und kein Schleich-Adventure. So, schauen wir doch mal, was wir hier noch upgraden können. Die Pistole, genau, die Pistole können wir noch upgraden. Nachladezeit, geringer der Rückstoß. Ein Schalldämpfer. Ja, das ist doch mal geil. Schalldämpfer ist immer gut. Das war's erstmal. So, wo haben wir denn unsere Pistole? Hier. Okay. Jetzt ist der Schalldämpfer drauf. Ja, super. Schauen, ob wir hier noch irgendwas sehen. Da hinten ist anscheinend noch irgendeine Höhle oder so. Oh, da mache ich jetzt erstmal nicht mehr hin. Ich mache jetzt erstmal straight hier die Story weiter. Ein paar Pilze. Kann man auch immer mal gebrauchen. Schade, dass es keine so Hallo-Pilze sind wie bei Far Cry 3. Es wäre sehr lustig. So, da brauchen wir natürlich unseren Bogen. Und weiter geht's in die Höhle rein. Hier sieht's ja einladend aus. Käfige. What the fuck? Wölfe. Wie die im Wald. Werden die hier gezüchtet? Okay, das Rätsel muss ich jetzt erstmal kapieren. Also, hier kann ich dran ziehen, dann schlägt es da dran und es passiert nicht wirklich irgendwie viel. Was, wenn ich von der Seite ziehe? Ich kapiere es noch nicht ganz. Okay, ich verstehe. Ja, ist manchmal nicht so einfach, da jetzt zu verstehen, dass ich mich da oben dran festhalten kann. Aber jetzt ist klar. Oder jetzt sollte es auf jeden Fall klar sein. So, zack. Ja, läuft doch.
War jetzt eigentlich nicht wirklich eine Schwierigkeit, nur weil ich nicht gleich kapiert habe, okay. Da kann ich mich dranhängen. Mann, 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 ey, was hier alles an Knochen rumliegt. Unglaublich, ey. Knochen und Schädel. Manchmal kann ich einfach nicht die Waffe wechseln, wenn ich jetzt hier einfach den Bogen nehmen will, weil ich die Fackel habe. Manchmal klappt es einfach nicht. Naja. Behalten wir doch erstmal die Fackel. Wir haben ja noch unsere Pistole, wenn irgendwas ist. Hui, Fledermäuse. Stimmung. Ich würde sagen, immer den Fledermäusen nach. Die wissen, wo es rausgeht. Genau. Barackenstadt. Auf zur Barackenstadt. Oh, da drüben brennt es schon wieder. Irgendwie brennt da immer alles. Aber da bin ich jetzt diesmal nicht dran schuld. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Das ist bis jetzt ja mal eine ruhigere Folge, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das bleibt nicht so. So, jetzt sind wir wieder hier. So, darüber soll ich ja. Gut, da kann ich ja rüberklettern, ne? Und da Lara ja mit 120 km/h klettert, gefühlten, ist es auch kein Problem. Da sind wir ganz schnell drüben. Ah, und dieser Fahrstuhl da funktioniert wieder. Wunderbar. Da hängen wir uns doch gleich mal dran oder stürzen uns drauf oder wie auch immer. Wow, das ist eigentlich mal eine geile Kulisse hier. Mit der untergehenden Sonne da hinten, traumhaft. Transportgondel. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren, aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Und da haben wir einen Fähigkeitspunkt. Zum Glück ist hier nicht neblig. Okay, jetzt sieht man wieder ein bisschen was. Ah, durch die Wasserfälle und alles. Oh. Sieht ja krass aus. Wie so ein Nebelschleier, durch den wir da durchgefahren sind. Ah, da hinten sieht es schon besser aus. Oh. Was geht denn jetzt ab? Und vor allen Dingen, wo kann... Ah, okay. Okay. Dann mal runter. Wow, das sieht schon geil aus, der Himmel. Wirklich sehr, sehr schön. Nur halt schön als Bild in den Hintergrund geklatscht. Leider nicht dynamisch. Das ist immer ein bisschen... Also wenn der so aussehen würde und dann noch dynamisch, das wäre halt echt sehr geil. Also mit dynamisch meine ich eben, dass man sieht, die Wolken bewegen sich, so wie bei Skyrim. Aber... Wir haben ja hier auch keinen Tag-Nacht-Wechsel. Sondern es ist ja gewollt von den Designern, wann eben Nacht ist, wann Tag ist, ganz klar.
So. Gehen wir mal hoch. Was natürlich aus erzählerischer Sicht auch immer mal Sinn gibt, ganz klar. Aber trotzdem kann man auch ohne einen Tag-Nacht-Wechsel die Wolken bewegen lassen. Aber das ist natürlich immer ein Mehraufwand. Und naja, wenn man nicht drauf achtet, das ist ja schön. Ja, natürlich ist es zu ruhig, da geht gleich die Party ab. Ganz klar. Oh ja. Wer hätte es gedacht, wenn es zu ruhig ist. Hier, so einfach mache ich euch das nicht. Einmal. Na, komm schon. So, jetzt aber schnell wieder hinten dran. So, jetzt den haben wir aber gut erwischt. Headshot! Nochmal ein Headshot. Zack, und nochmal. Oha. Jetzt auch mal schön verstecken hier. Och nö. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt. Ja, wer meine Brüder tötet, muss. Ja, heul halt. Los, Kletterlava, schneller hoch. So, jetzt aber renn, 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 renn. Und ach, du Scheiße. Wow. Wieder eine spannende Folge, würde ich sagen. 15 Minuten sind schon so gut wie wieder rum. Jetzt schauen wir noch, dass wir runterkommen. Und beim nächsten Mal, würde ich sagen, geht's doch spannend weiter. Wow. Und dann machen wir das nochmal besser, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. So, hier sind wir wieder. Und jetzt versuchen wir das nochmal, was beim letzten Mal nicht ganz so gut geklappt hat. Da haben wir ja hier mitten in der Action aufgehört. Aber irgendwie ist momentan so eine Dauer-Action, dass jedes Mal, wenn eigentlich die Folge schon vorbei ist, halt logischerweise auch die Action abgeht.
Aber ich hoffe mal, dass dieses Mal nach 15 Minuten nicht so ein harter Cut ist. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Okay, wisst ihr was? Ich hatte so das Gefühl, als geht hier noch ewig die Action ab. Aber wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ging die Folge noch weiter. Und ich mache jetzt hier einfach den Cut für diese Folge. Ich habe gedacht, das dauert noch ein bisschen länger. Man weiß ja nie, nicht, dass ich am Ende da 40 Minuten pro Folge habe, weil irgendwie die Action ewig dauert. Aber ja, nö, das kann man ja alles wunderbar zusammenschneiden. Ich habe jetzt ja einfach weitergespielt, wollte schon die nächste Folge aufnehmen. Aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt einfach bei dieser Folge und beim nächsten Mal geht es dann wieder weiter. Vielen Dank fürs Einschalten, wie immer, und immer schön weiterzocken.